Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Ja, wir befinden uns jetzt gerade hier in dem Hauptsaal, den wir erfolgreich fertiggestellt haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier das Ganze umsetzen. Und zwar soll hier die Seite natürlich auch noch fertig werden. Braucht natürlich immer einen Augenblick. Und auch hier müssen wir natürlich ein bisschen Zeit investieren. So, das wird alles Beton. Dicke Mauern schützen diesen ganzen Bereich hier. Panels schon mal hochziehen und den Rest machen wir hier mit. Und oben müssen wir dann halt auch noch mal umbauen, wo wir die Decke begradigt haben. Musste sein. Das gefiel mir sonst nicht. Ah, guck mal hier, das gefällt mir auch schon wieder nicht. Dass man das hier sieht mit dem Gras. So langsam lichtet sich das hier alles. So, und hier schauen wir mal, dass wir da irgendwie nach oben kommen. Na, komm. So, das machen wir zu. Und hier finden wir dann den grünen Abschluss. Zack. So, hier sind wir dann wieder im Gang. Und dann bauen wir hier einfach so eine Treppe hoch. Muss auch möglich sein. Dann haben wir nicht so viel Umbauarbeiten hier. So, wo haben wir es denn? Da. Das sieht schon mal doof aus. Da geht's los. So, dann machen wir hier auch mal dicht. Brauchen wir wieder ein paar Lichter. Ich will ja ganz einfach die nehmen. Und Kameras können wir noch etliche platzieren. Alles schön überwachen. Da solltest du nicht hin. Da rein.
So, die automatischen Sensoren kommen wieder ran. Achso, weil hier eine Dreiertür ist gerade. Machen wir da einfach zwei rein. So, und dann müssen wir hier natürlich auch noch zu Ende bauen. So kommt dann langsam alles zum Schluss. So, auch hier machen wir mal Fenster rein. Und dann platzieren wir auch hier so einen automatischen Scanner. Zack. Und das Ganze lassen wir dann natürlich wieder automatisch öffnen. Zack. Sehr schön. Vielleicht nehmen wir aber hier... Nee, das passt eigentlich so gut gerade. Ich würde die Strebe hier oben nochmal ändern. Damit das einheitlich nach oben geht. So in etwa. Das hier einfach ein bisschen breiter. Jetzt geht es hier so ans Feintuning. Hier müssen wir dann mal gucken, weil der Bereich ein bisschen länger ist als der dort vorne. Dann will ich hier die Streben einfach mal weg. Und machen das hier so ein bisschen als Eingangsbereich. So kann man ja so alles erstmal lassen. Eine Querstrebe lang setzen. Und dann füllen wir wieder den Rest aus mit den Paneelen hier. So, und auch hier kommt wieder ein Feuerlöscher hin.
So, dann gucken wir mal, wie groß ist das Fenster? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Dazwischen haben wir ein. Huch. Das ist jetzt zu viel hier. Hätte ich vielleicht vorher wegnehmen sollen hier. Ist jetzt blöd, dass man das alles einzeln machen muss. So, und auch hier 2, 4, 6, 8, 9. War doch so, ne? Und dann geht das mit 2 wieder zu Ende. Und dann kommt noch der Ship Support als Abschluss. Sehr schön. So, da oben kommt dann wieder eine Lampe ran. So war das. Jo. Dann können wir hier runterkommen. Ach Mist. Da soll der so schon zugehen. Zack. Ship Support. Und auch hier machen wir dann 2 Türen rein. Lassen wir ähnlich aussehen. Okay. Drumherum. Einmal der Ship Support und dann jeweils 2. Kurz gucken. So, dann wird hier wahrscheinlich der nächste Fahrstuhl schon kommen. So, ich guck mal eben, wie breit das Fenster hier war. Okay, 2 breit jeweils. Also 4 insgesamt. Und dann kann man hier wieder runterkommen. Sehr schön. So, wir essen mal wieder was. Kommen wir da dann mit der Strebe auch schon wieder runter? Ja. Und dann kommt der Fahrstuhl. Breite von 5. Ja, das sieht man hier auch gut. Haben wir jetzt nicht gemacht. Muss ich nochmal aufmachen. Und die Strebe ziehen. So. So, von denen haben wir auch noch welche. Die werden hier natürlich auch platziert. Schön wieder als Fahrstuhl. Und der Rest, der kann dann wieder hiermit ausgefüllt werden. So, dann wollen wir mal runtergehen. Immer weiter runter.
Und vielleicht mal ein bisschen Licht. Damit wir auch was sehen. So, das wird dann hier unser, ja, mittlerweile 5. Fahrstuhl. In einer abgeänderten Form wieder. Denn es gibt ja zum einen die, die ganz normal immer hoch und runter fahren. Und es gibt die, die wir rufen müssen. Das wird wieder einer, den wir rufen müssen. So, und hier haben wir dann Platz für Laboratorien und sowas. Ist schon wieder ein bisschen Erz. Nehmen wir das mal mit. Und dann schütten wir den Rest wieder zu. Schaut mal, hier können wir auch noch zu bauen. Das ist dann damit auch erledigt. Und dann machen wir hier weiter. Na, nicht so. So, hier kommt unser nächster Fahrstuhl dann hin. Müssen wir auch nochmal die Sachen dafür craften. So, hier fehlt noch ein bisschen Licht. Das gleiche kommt nochmal auf der anderen Seite. Huch, sind zu viel abgebaut. Okay, jetzt ist alles weg. Schon auch hier wollen wir natürlich nach oben. Da müssen wir mal wieder schauen, wo wir denn überhaupt abbleiben, so mit den Stops. Ja, ist eine gute Frage. Müssen wir drüben nochmal nachzählen, dass wir da ungefähr auf die gleichen Höhen kommen. Beziehungsweise wir können das hier auch ruhig anders machen. Da machen wir vielleicht nur einen Stopp, damit das jetzt ein bisschen einfacher ist für uns.
Ich glaube, hier haben wir auch nur ausgefüllt, ne? So, können wir hier das Licht nochmal platzieren. Und dann brauchen wir auch bald schon wieder neue Lichter. Schon wieder alle. So, eine helle Tür haben wir hier drin. Mit zwei Sensoren wieder. Zack, zack. Hier könnte man noch gucken, was hier in den Hintergrund vielleicht kann. Passt natürlich solche Sachen ganz gut. Wollen wir mal schauen. Wo hier so eine passt da auch rein. Wo hier können wir so einen Alarm vielleicht hinbasteln. Würde Sinn machen. So, komm ran. Haben die noch nicht verbunden hier? Nee, tatsächlich noch nicht. So, da haben wir einen. Den können wir schon mal wieder da reinpacken. Und dann brauchen wir noch wieder Fahrstuhl und so ein Kram. Das haben wir ja oben bei uns im Haus. So, lass uns mal schauen, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Copperwires und Batterien. So, Copper. Können wir ein paar herstellen, haben wir ein bisschen was gesammelt unten. Copperwires. So, und ich glaube, zwei Batterien reichen. Das ist es schon. So, Will Tram Batterie brauchen wir doch noch mal ein paar mehr. Eine noch. So. Haben wir die Tram. So, wir brauchen noch zwei Stops. Dann brauchen wir noch eine Batterie. Nützt nichts. Aber zum Glück haben wir die ganzen Materialien ja dabei. Stop. So, haben wir noch Knöpfe? Einen haben wir noch. Das heißt, wir müssen uns auch noch mal ein paar Knöpfe craften. Zwei Stück so zumindest. So, und wir brauchen wieder ein bisschen Essen. Platzieren wir mal den Fahrstuhl. So, wir brauchen ein Licht. Ich will hier auch was sehen. Und dann machen wir hier schon mal direkt den Boden wieder fertig. Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich vergessen, hier das Teil zu setzen. So, habe ich die Rail noch mit? Die habe ich noch mit. Sehr schön. Dann können wir hier direkt mal runterziehen. Ich glaube, hier reicht das. Ungefähr auf dem Ende. Hier mit dem Boden kommen. Oder ne, hier glaube ich sogar. Müssen wir mal schauen.
So, die sind schon mal connected. Ja, Mist. Zu gut gemeint. So, den bauen wir hier noch runter und den Rest füllen wir wieder mit Erde auf. Ich weiß noch nicht, wie das nachher aussehen wird, hier das Laboratorium. Da wird wahrscheinlich dann auch unser Arztzentrum mit drin sein und ja, keine Ahnung, vielleicht so ein paar Experimente oder so. Müssen wir mal gucken. Fackel können wir ja erstmal hier lassen. Wird ja eh noch wieder auseinandergenommen. Was haben wir da denn gebaut? So, und unten kommt dann der letzte Bumper ran. Zack. So, ich versuche das Ganze mal zu connecten. Der ist halt noch ein bisschen höher. So, ich glaube, connected sind die. Lass mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Wollen wir ihn denn da? Ja, das funktioniert. Das funktioniert sogar sehr gut. Schön. Dann können wir hier wieder rauskommen. Dann bauen wir den Rest nochmal zu Ende. So. Alles klar, Leute, jetzt haben wir hier noch wieder einen offen. Und ich sehe gerade, hier unten fehlen da noch welche. Die platzieren wir nochmal schnell. Und ja, hier wird dann das Laboratorium irgendwie starten, würde ich mal sagen. Können wir dann auch nochmal mit hier oben verbinden, müssen wir mal gucken. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und einschaltet. Und ja, lasst gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch das Let's Play gefällt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute.